Außerdem zu den Drachen konnte er mir auch nur sagen, dass es dort nur einen, den schwarzen Drachen aus Wahrung gibt. Und wir sollen auf jeden Fall Proviant mitnehmen. Aber das liegt nicht daran, dass das Essen dort vergiftet wird oder was auch immer, sondern dass der Boden dort sehr, ja, dämonisch pervertiert ist und man nicht genau weiß, wenn die Tiere das essen, was genau da mit dem Essen passiert. Außerdem, das einzige Essen, was dort quasi gedeiht, ist sehr widerlich. Außerdem wird der Sichelstieg sehr, sehr kalt. Also wir werden dort wahrscheinlich sehr viele Pelze brauchen, um dort hinüberzukommen, ohne zu erfrieren. Danach soll es wieder einigermaßen gehen, allerdings soll es trotzdem sicherheitshalber ja, immer noch gute, wärmende Kleidung mitgenommen werden. Zu den Paktieren hat er mir gesagt, und da wird Jana genau angeguckt, dass sie meistens schwarze Hände oder einäugig sind. Und meistens sind sie sehr arrogant und behandeln andere Menschen wie Dreck. Nun, den Magiern kann ich noch sagen, dass ist, sie nicht verpflichtet sind, sich an den Kodex zu halten, sie allerdings durch die Beschwörungsroben sehr großen Gewinn daraus ziehen, diese Roben zu tragen, um Dämonen zu beschwören und zu beherrschen. Außerdem hat mir der gute lästerliche Lasterbalk einen Brief in meine Tasche geschmuggelt. Ich habe ihn bis jetzt selbst noch nicht gelesen, aber ich werde ihn euch jetzt vorlesen. Kannst dann auch mehrere von diesen Briefen weitergeben an die anderen, sodass dann jeder beim Frühstück mal mit einem Blick über die Schulter den ein oder anderen Zettel bei sich hat. Das sind viele gesammelte Geschichten, die Geschichten eines, ja, eines Erzählers. So wie Ragnar vielleicht einer werden will. Ja, also ich lese die Texte einfach mal kurz vor. Ja, gib erstmal die Briefe an die anderen ab. Kann ich machen, klar. Also, im ersten Brief steht drinne: Überaus häufig findet man in jenen Wäldern, die von einer schwarzen Kröte oder einer schwarzen Eiche beherrscht und verwandelt werden, beutegreifende, fleischfressende Pflanzen, die das Verhältnis von Jäger und Gejagten umkehren zu versuchen. Alles, was Wurzeln und Äste einer bestimmten Stärke aufweist, kann schnell zu Fallstrick oder Henkerschlinge werden. Schlagende Äste sind keine Besonderheit und mit bunten oder süß duftenden Blütenkelchen lockende Pflanzen, die dann zuschnappen, ätzenden Schleim oder Gift absondern, sind im Herzen jener Wälder eher die Regel. Neben einer Manifestation des, ja, das Wort würde ich behaupten, kann Ragnar nicht vorlesen, weil er nicht genau versteht, was da steht, darf nicht vergessen werden, was die Präsenz des feurigen Vaters in diesen Wäldern auch niederhöllische Effekte an Wind, Feuer und Fels hervorrufen kann. Ich hol diesen Zettel raus, knüll den so ein bisschen auf irgendwie und schleicht den so glatt auf den Tisch. Wenn der Mond hell am Himmel steht, heulen die Wölfe erwartungsvoll, fordern gar. Oft wird ihnen eine Antwort zuteil, gewaltig, gebieterisch, wild. Schnell dann, verschließt die Türen, verrammelt die Fenster, schürt Feuer am Kamin und zieht euch Decken über den Kopf. Denn dann ist Wolfsnacht und der Herzog naht. Keine Gnade kennt er mit denen, die er nun antrifft. Das scheint ein Merkvers für die Bauern in der Umgebung von Praske zu sein. Ein interessanter Brief. Des Herzogs vielgestaltiges Gefolge nennt sich das. Unser Herzog Arngrim, ist ein guter Herr, denn es gibt nichts in unserer Heimat, das ihm entgeht. Oh, er hat seine Ritter, die für ihn Recht sprechen und kämpfen, seine Hetzer, die für ihn kundschaften und jagen, seine Soldaten, die für ihn ausharren und sterben. Doch ist das nicht, was ich meine, denn so geht es jedem Herrscher. Unser Herzog aber befiehlt allen in seinem Reich, Vögeln, ob klein, ob groß, flattern und fliegen auf den Ehrensteinen ein und aus, um Herrn Angrim aus jedem Winkel seines Landes zu berichten. Füchse und Wölfe durchstreifen in seinem Auftrag den Wald und Flur, und es heißt gar, durch ihre Augen könnte er sehen. Auch Bären befiehlt er und hetzt sie auf solche, die sein Gesetz brechen oder ihm den Zehnt vorenthalten. Und gemeinsam mit all den Tieren durchstreift Herrn Arngrim unsere Wälder, wenn er mit eigenen Augen sehen will.
was sie ihm berichten. Drum schlaf nun ein, denn der Herzog und sein Gefolge wachen über dich. Ömer. Schon drei Texte. Machen wir den ersten. Dragan, aufhören! Die Maid hat Nein gesagt. Wir sind die Wulfengarde und keine Rotte geiler Köter. Des Herzogs Land ist ein Land voll lebenden Ehrenmännern oder totem Gesindel. Was davon seid ihr? Was davon ihr seid, liegt nun ganz bei euch. Gesagt von Elkin von Burmisch, Leitwolf der Wulfengarde. Der nächste Text. Gesetz? Recht? Pah! Wer soll mich daran hindern, mir zu nehmen, was ich will, eh? Versucht es nur! Wir werden sehen, wer von uns beiden mehr Recht hat. Rickbald von Granelfels, Schwarzer Ritter. Und der letzte Text ist von Wilbert von Walpowitsch, dem Wanderrichter des sehenden Sohnes. Ist also einer unter euch, der bezeugen kann, was diese Mokta behauptet? Nämlich, dass jener Arkan dem Herzog den ihm unterstehenden, zustehenden Zehnt vorenthält, indem er einen ganzen Hinterschinken verbirgt und damit das Gesetz bricht? Überlegt gut, ehe ihr sprecht. Der Sohn kennt die Wahrheit und darum bleibt dieser Pfahl hier so oder so nicht leer. Vielleicht bekommt er aber gar noch einen Gefährten. Torgosch, Sohn des Xolmasch. Knechter des Waldes. Das Gesicht sieht man nie. Er taucht auf, wo seine Füße den Boden berühren, verdorrt er zu Asche. Dann holt er aus und wirft schwarze Samen. Dabei wispert er unaufhörlich, flüstert und munkelt. Klingt wie trockenes Laub. Ehe man sich versieht, dringen dunkle Sprösslinge aus Asche und Ruß. Winzig, leise, stöhnend empor, während die Wurzeln tiefer eindringen und die Saat des Bösen verteilen. Der Knecht hat sein Werk getan und verschwindet, während der Wald mehr und mehr verdirbt. Gehört in Wingau. Ja, Land, greif Montum Schnattermoor. Wiedergeburt. Dobrin, ja, Dobrin hat gelitten. Doch nun ist diese Zeit zu Ende, denn in Herzog Arngrim ist Jarlak der Weidmann, der Landschenker, wiedergeboren. Mit ihm kehren die alten Tugenden zurück, die Dobrin einst groß gemacht haben. Grausamkeit, Widernatürlichkeit, Willkürlichkeit, nein, das ist Stärke, Macht und Entschlossenheit. Herzog Arngrim ist der Herrscher, den wir so lange missen mussten. Und durch ihn wird unser Land genesen. Letztendlich hat Ragnar noch ein paar Gebete. Ach, sind das Gebete? Es sei ja angerufen, der feurige Vater. Ja, ja. Es sei angerufen, der feurige Vater, auf dass er seinen allvernichtenden Zorn von diesem Felde nehme und seinen glutheißen Odem anderswo hinlenke. So dass die Familie Dabeling die Früchte seines Landes zu ernten vermöge und ihm weithin reichliche Opfer darbringen kann. O machtvoller, lodernder Witterkarl, sei diesen braven Leuten gnädig. Wir glauben, weil wir wissen und wollen. Jeder von uns kann den Joch abschütteln, das die Götter den Sterblichen vor Äonen auferlegt haben. Marder hat es uns gezeigt. Borbarat hat es uns gezeigt. Der unbedingte Wille zum Wissen ist das Schwert. Und das Wissen um die Erlangung des Willens ist der Schlüssel. Hochprophetin Azaril Scharlachkraut, neuzeitlich. Während ihr mit einer Gänsehaut jeder für sich selbst diese Zettel so vorlest, durchtauscht, damit auch die anderen diese Berichte, diese gesammelten Briefe von Lasterbalg, dem Lästerlichen, durchgeht, könnt ihr sehen, wie wohl euer Rührei kalt geworden ist, der Speck auch da gar nicht mehr so knusprig. Geht euren eigenen Gedanken nach, während ihr dann aufschaut in die Runde und euch fröstelnd ansieht. Nun, das ist doch reichlich ominös. Ich glaube, ich würde das ein wenig anders beschreiben als reichlich ominös, aber ja. Lästerlichkeiten, alle miteinander. Er hat die Geschichten von jemandem, der sich der Lästerer nennt. Das stimmt natürlich. Aber wenn ich unsere Reisegruppe so anschaue und unseren Weg sehe, haben wir eindeutig zu wenig Zwerge dabei. Mehr Zwerge. Richtig. Und wenn ihr noch welche kennt, die sich uns anschließen möchten, bitte.
Gut, das stimmt. Ich kenne einige Zwergen, aber ich glaube, die würden uns nicht anschließen. So lange ist es doch gar nicht. Kehren wir einmal rum, es ist nur eine Reise von, ich glaube, 2 Monaten, oder? Ist ja, doch gar nicht so. Wir müssen in einem Monat in Yulgo Max sein. Verdammt. Wir können auch das Fest nächstes Jahr nehmen. Macht doch keinen Unterschied. Nun, aber wie wollt ihr so viele andere Angraschim überreden, an die frische Luft zu gehen? Jetzt, wo Torga steht, bleibt ihr doch lieber unter der Erde. Jetzt, wo Torga ja, schon sein Anführer doch. Ist. Ja, also ich denke, wir könnten das bestimmt schaffen. Vielleicht müssten die Magier aufhören zu zaubern, aber das ist ja eh gut. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich noch ein Jahr warte. Ja, ein bisschen Geduld würde euch nicht schaden, euch vor allen Dingen Jala. Nun gut, ich denke, wir reisen also nicht mit dieser Gauklertruppe, sondern suchen einen eigenen Weg. Oder wie seht ihr das? Hat doch der Zwerg, hat der Anführer schon beschlossen, oder nicht? Dachte ich auch. Also ich denke, was Ragnar uns vorgetragen hat, klingt doch sehr überzeugend. Also ich glaube tatsächlich, dass Lasterbalg der Lästerliche tatsächlich ein guter Mensch ist. Weiß allerdings nicht, wie das bei dem Rest seiner Truppe aussieht. Und vor allem auch gute Menschen können einen verraten, wenn man ihnen genug Druck machen kann. Richtig. Deswegen ist es umso besser, dass er nicht weiß, wer du bist, wer hier was genau macht. Das ist zu seinem eigenen Schutz auch teilweise. Je mehr Leute wir hier in diese Expedition einbringen, desto gefährlicher wird es für uns und für sie. Da hast du recht. Andererseits sind diese Gaukler eine gute Tarnung. Eine Tarnung für was? Für Leute, die sich nicht als irgendwas anderes als ihren Stand ausgeben? Oder wie sehe ich das? Nein, eine gute Tarnung, um die Schwarzen Nannen zu gelangen. Weil unsere Einzeltarnung ist bis jetzt, dass wir nach Yolgo Mag wollen zum Turnier. Das ist doch auch eine gute Tarnung, wenn Jalan sich als Ritter verkleidet. Richtig, ich bin ein Ritter, Ritter nehmen an Turnieren teil. Ihr könnt es doch einfach ausgeben, als wir sind das Gefolge, und wenn ihr euch als Magier ausgeben wollt, dann seid ihr eben die Leibmagier des von Dunkelstein. Am besten solltet ihr allerdings auch Handschuhe tragen, damit man euer Siegel nicht zieht. Das auf jeden Fall. Das wäre eine gute Idee. Können wir dieses Siegel nicht irgendwie übermalen oder jetzt hier irgendwie. Nein, das Siegel kann man nicht übermalen. Außerdem wäre das gegen den Kodex. Aber Handschuhe tragen ist nicht gegen den Kodex? Nein. Okay. Also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach Jalan sollte einfach seine Hand ganz offen tragen. Das dürfte einiges von Ablenkung bringen. Das arrogante Verhalten hat er auch schon. Das eine Auge auch. Richtig. Ich denke, er wird da gut als so einer durchgehen. Sag mal, Jalan, wollen wir einfach mal in den Sinnetempel und uns ein wenig über Yolgo Mag schlau machen? Sollten wir wohl tun. Vielleicht wissen die noch etwas, was dieser Lasterbalg nicht wusste. Wie machen wir das eigentlich? Wir müssen jetzt noch eine ganze Zeit lang durch 12 göttliche Lande reisen, was ja gut ist. Aber dass das Wappen, was ihr tragt, müsst ihr jetzt irgendwie dort verstecken, weil wenn das dort gesehen wird, dass ihr. Dann kann man ja annehmen, dass ihr nicht der Ritter von Greifen, von Schnattermoor seid, sondern dass ihr ein Dunkelstander seid, der sich als Schnattermoor ausgibt, wenn ihr das andere dabei habt. Oder kann das nicht passieren? Und andersrum auch. Ja. Also sobald wir in den Schwarzen Landen sind, solltet ihr euren eigentlichen Wappenrock verbrennen. Ja, aber bis wir in die Schwarzen Lande kommen, reisen wir noch ziemlich viel durch 12 göttliche Lande. Ich habe derzeit keinen Wappenrock, da er mir ja vorgestern weggebrannt wurde. Ich denke nicht, dass irgendwelche Wachen seine persönliche Wäsche durchwühlen werden. Das kommt noch dazu. Ich werde einfach den Dunkelstander überstreifen, sobald wir die Sichel überqueren. Okay, in Havena muss jeder seine Buchserwind lernen, aber naja, habe ich mir gesagt. Wie gesagt, ich habe keinen Schnattermoral mehr gerade und ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, noch einen anfertigen zu lassen. Aber wenn ihr den Dunkelstein-Anzug habt, den Dunkelsteiner Wappenrock und ihr werdet dann in 12 göttlichen Landen untersucht, das ist das Problem. Deswegen werde ich in 12 göttlichen Landen keinen tragen. Aber ihr werdet ihn ja dabei, werdet ihn dabei haben. Richtig. Und? Ach. Ihr werdet es schon hinkriegen. Wenn ihr damit erwischt werdet, dann werde ich euch nicht helfen. Naja, wir arbeiten noch zusammen. Natürlich helfen wir, aber vielleicht sollten wir mal absprechen, wie wir das machen. Also ich meine. Ja, aber er will ja nicht diskutieren. Okay. Egal, er kann ja trotzdem um Hilfe fragen im richtigen Moment. Dann kann man sich ja trotzdem was einfallen lassen. Wir sollten auch auf jeden Fall vorher alle Symbole
eurer 12 Götter loswerden, bevor wir endgültig in den Schwarzen Land ankommen. Tatsächlich würde ich sagen, wir nehmen diesen Ring nicht mit. Aber einen guten Freund, der dich so lange für uns aufbewahren könnte. Ja, ich glaube auch. Wir können sie zwar natürlich an uns verstecken, aber wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, magisch durchsucht werden oder so, könnten die rauskommen. Durchaus wahrscheinlich. Wenn man sich schon die Mühe macht, uns magisch zu durchsuchen, wird man auch wissen, was die Ringe bedeuten. Ich glaube, im Fuchsbau müssten noch einige Kostüme vorhanden sein. Vielleicht finden wir etwas Passendes. Diebstahl, okay, ich wusste, nein, dass wir das... Nein, nicht Diebstahl, Beschlagnahmung. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Ihr dürft schon beschlagnahmen, weil ihr Magier seid? Ich dachte, das ist nur Adel und Stadtwache. Wir handeln natürlich im Rahmen von, ihr wisst schon wem. Von unserem Freund. Wir haben doch diesen Mann gerettet, den der Fuchsbau gehört. Den kann man noch gut fragen nach ein paar Kostümen. Richtig. Ihr könnt ihn einfach bitten, anstatt anfangen, seine Sachen zu beschlagnahmen. Das mag zwar durchaus, wenn ihr in Angebruchsauftrag unterwegs seid oder recht sein, trotzdem müsst ihr es nicht tun. Außerdem werdet ihr auch dann trotzdem immer noch von den Stadtwachen festgehalten, wenn ihr dabei erwischt werdet. Weil Angebruch kann uns nicht aus jeder Situation retten. Da hilft uns vielleicht der Ring. Den wollt ihr doch nicht der Stadtwache. Je weniger ihr den verwenden müsst, desto besser ist es. Zeigt ihn einfach der Stadtwache vor. Immer nickt. Und die Stadtwache wird wissen, was der bedeutet. Der Ring ist behaupten, aber man kann doch hier nicht einfach jedem Langbeiner, den wir über den Weg laufen, diesen Ring zeigen. Da können wir ja gleich einfach uns. Sogar der Zwerg, der nicht aus dem Mittelreich kommt, kennt sich hier besser aus. Also fasziniert. Ein wenig Geheimhaltung bei dieser Mission wäre vielleicht von Vorteil. Ich nicke dem Zwerg richtig stolz zu, der Junge scheint richtig schlau zu sein. Wir haben den richtigen Anführer gewählt, schaut mal, was da dran liegt. Vielleicht kennt der Hesinne-Geweihte oder der Raya-Geweihte noch Leute, die mit Kostüm handeln oder mit Utensilien. Vielleicht kannst du aber auch deinen Freund Ömer fragen, der schneidern kann. Kannst du mir das beibringen? Na klar kann ich dir das zeigen, wie man schneidert. Ich habe mal in der Schneiderei gearbeitet, 2 Jahre. Ach echt? Ich habe mir das im Konto ein bisschen beibringen lassen. Wie lange wird ihr dafür brauchen? Was denn? Wie lange wird ihr brauchen für unsere Kostüme? Naja, ich kann ja immer unterwegs auch was machen. Abends am Lagerfeuer, wenn ich dann nicht irgendwie kochen muss, weil das jemand anderes übernimmt, dann kann ich aber schneidern. Ich kaufe mir einfach das entsprechende Garn für die entsprechenden Sachen und ja. Okay, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von Schneiderei. Ich wusste nicht, dass man das unterwegs machen kann. Ach klar. Magie ist das ganz einfach. Ja gut, wenn die das mit Magie machen können, das kann ich nicht. Ich kann nur ganz normal das Handwerk. Das ist Ingrid gefälliger. Nun, so repariere ich zumindest immer meine Robe. Ist Magie eigentlich auch Ingrim gefällig? Nein, glaube ich nicht. Die Ingrim-Tempel sagen immer, man soll nicht zaubern, man soll das aus einem eigenen Schweiß herausschaffen. Es kostet durchaus viel Fleiß und Schweiß, um so etwas zu lernen. Außerdem habe ich es in einem Ingrim-Tempel gelernt. Nun gut, er ist ein alter Tempel gewesen, aber ich denke, das zählt trotzdem. Was? Ihr habt in einem Ingrim-Tempel zaubern gelernt? Ja, natürlich. Mit meiner Meisterin habe ich in einem gewohnt. Okay. Gut, da war vielleicht seit einigen hundert Jahren kein Ingrim-Geweihter mehr drin, aber... schön. Also fixischer hätte ich es nicht ausdrücken können. Damit habt ihr mich bekommen. Ein sehr schöner Tempel. Also praktisch eine Ruine, wollt ihr mir jetzt sagen. Aber ein ehemaliger Tempel. Na, wenn das von Zwergen erbauter Tempel ist, dann kann er doch keine Ruine sein. Ja, dann ist aber auch kein Ingrim-Tempel. Ja, das weiß man nicht. Also es gibt ein paar Angrosch-Geweihte, die in Ingrim-Tempel arbeiten. Ja, wie ich es verstanden habe, wurde er damals von Zyklopen errichtet. Oh, dann könnte der sogar noch ein bisschen besser sein. Was? Ja, ich meine natürlich genauso gut. Ah, danke. Wollte ich auch gehört haben. Vielleicht auch ein bisschen schlechter als Zwergenarbeit. Ich will auch unseren Meister-Baukünstler nicht enttäuschen. Ja, richtig. Sagt er mal, in was für einem Haus sitzen wir hier eigentlich gerade? Ist das die Gareta-Zeit oder war das noch irgendwie so
Oh, mit dem Menschling kann ich mich nicht aus. Das musst du die Menschlinge fragen. Okay. Er sagt, dass er ins Werk gebaut hat. Sieht nicht danach aus. Ist ja nicht unter Tage. Dann habt ihr die Kanalisation gebaut? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht war das dieser komische Bettlerkönig, von dem du mir erzählt hast. Kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, dass er Kanalisation gebaut hat. Weiß ich nicht. Später nochmal. Na egal, ich glaube, wir machen ein Team. Stimmt, stimmt, hast recht. Wir sollten uns auf jeden Fall alle unsere Verkleidung und Decknamen überlegen, bevor wir da hingehen. Am besten sogar noch hier. Wollt ihr euch als seefahrender Zwerg ausgehen? Klingt sehr unwahrscheinlich. Vielleicht einfach als Söldner. Schön natürlich auch. Also ich wollte schon als einfacher entweder als einfacher Söldner oder eben als der hier, keine Ahnung, Klappe von Jalan oder vielleicht sollte ich auch als eigenständiger Söldner gehen, vielleicht ist es besser. Vielleicht sind wir ja auch die Söldner, die Jalan beschützen. Oder die das gute Gold dann in diesem Turnier suchen, weil es gibt ja bestimmt auch Turnierarten, die ja nicht nur für Adlige sind. Ich glaube, wir sollten jetzt Söldner ausgeben, das ist gut. Du bist auch ein Söldner. Zumindest sieht er aus, ja, ne? Ja, genau. Irma ist ein Söldner, ja. So, wieso sieht aus wie einer? Irma ist ein Söldner. Irma hat eine Waffe in der Hand. Irma sieht aus wie ein Söldner. Irma verhält sich wie ein Söldner. Warum sollte er kein Söldner sein? Genau. Aber ich bin ein Söldner, der irgendwie da so in schwarzen Landen rumdümpelt und so. Ja. Ich bin da ja gut alles zu seiner Verkleidung hinzu. Ich scheine da ja gute Konjunktur zu haben. Macht also Sinn. Die Söldner mal nicht. An den Söldnern wird es denen da nicht mangeln. Davon gehe ich auch mal aus. Gut. Und was wollen die Magier jetzt tun? Sie als Lohnmagier ausgeben. Als Lohn-Leibmagier. Vielleicht sind wir eine Söldnerschar, die sich dem Ritter angeschlossen haben. Schwarzen Ritter angeschlossen haben. Oh, ich würde wahrscheinlich trotzdem mit der Quacksalber-Route gehen. Dadurch wird man sehr leicht unterschätzt, wenn man nicht als vollwertiger Magier gesehen wird. Und unser Söldnerführer ist Torgosch. Das können wir gerne so machen. Das finde ich wunderbar. Aber ich würde auch immer vorschlagen, der kann. Ich glaube, der wäre ein guter Anführer. Torgosch, okay. Ich bin enttäuscht von dir. Achso, du wärst der Experte im Drachentöten. Ja, natürlich, wenn es um Drachen geht, dann bin ich der Experte. Aber immer ist so ein Menschling vielleicht. Wenn da so andere Menschlinge kommen, dann kann er so Menschling-Sachen machen. Dicke mal. Aber ich kann es gerne probieren. Wunderbar. Mit dem Zwergen geht nichts schief, habe ich gehört. Nee, natürlich nicht. So. Und Ragnar, also was wollt ihr gehen? Natürlich auch Söldner. Schau dich die Bohnenstange an. Entrüstet über die Frage. Ihr seht nicht unbedingt aus wie einer. Er wartet nur, bis ich mein Kettenhemd anziehe. Ich habe dich mit Kettenhemd gesehen, auch mit siehst du nicht aus wie einer. Aber das ist ein meisterlich gefertigtes Kettenhemd. Dann sollten wir noch ein paar Schulterpolster drunter legen. Ja, genau. Kann ja einer von denen sein, die immer nur zur Seite springen und nicht parieren. Richtig. Die sind auch immer so dünn. Nun gut. Oder ich bringe dir das Bogenschießen bei. Dann kannst du auch sagen, dass du ein Schütze wärst. Die müssen auch nicht besonders stark sein. Das ist auch eine gute Idee. Und während ihr noch nach eurer Tarnung sucht, nach einigen Namen, nach einigen Professionen, denen ihr ja dann vorausgehen könnt, könnt ihr euer restliches Frühstück aufessen, das kalt gewordene Ei, Speck und in der Stadt weitere Einkäufe erledigen. Wie es weitergeht, das sehen wir beim nächsten.